Komm, komm! Oh, willst du das wirklich zeigen, was wir hier machen? Ja. Oh, das stülpt aber auch hier. Ja, dann. Ja, probieren das. Ja. Versuchen wir ihn mal anzuheben. Moinsen. Montag, es ist schon wieder Montag, 5. August, die Schule geht wieder los, die Großen sind schon los. Ich habe noch mal eben hier einen Karton geholt, der fälschlicherweise falsch abgestellt wurde und dann geht es gleich erstmal mit Packen los. Vorher kommt Ernst aber gleich irgendwann hier um die Ecke geschossen, wir trinken noch eben schnell einen Kaffee. Ja, und dann wollen wir mal gucken, Wetterbericht sieht scheiße aus. Müssen wir die Tage wahrscheinlich noch einmal Beregnung aufstellen. Mal schauen. So, bin jetzt noch mal eben ins Feld gefahren. Mittag ist durch, ist auch schon halb, ne, 2:15 schon. Um 3 kommt das hier jetzt noch eben. Wir wollen die Ziegen noch eben impfen. Und dann wollte ich noch mal eben kurz hier gucken. Hier haben wir unsere Nachbaukartoffeln. Und die haben wir runtergeschlägt letzte Woche. Weil uns die sonst zu groß werden. Also das hat hier mal ganz gut funktioniert. Woanders sehen die Kartoffeln, wie ihr ja wisst, nicht so geil aus. Und man wird gerade nichts los. Das nervt noch am meisten. Also der, ich weiß nicht, was, habe ich noch keine Erklärung für, aber im Moment ist da wirklich sehr, sehr verhalten. Die wollen einfach keine Kartoffeln am Leben aktuell. Wir hätten sonst gerne vom Feld noch welche weggegeben. Sowohl Packware als auch ein bisschen was von den Pommeskartoffeln, aber ist aktuell nichts zu wollen. Vorhin noch mit einem Kollegen geschnackt und der sagt dasselbe. Der hat letztes Jahr um diese Zeit schon richtig was weggehabt. Ich meine, wir ja auch, ne? Haben wir hier gerodet, wo der Nachbar jetzt meistert. Da haben wir ja auch schon, oh, da hatten wir glaube ich schon 4 LKW weg oder sowas. Naja, lässt sich im Moment nicht ändern. Aber das ist vielleicht auch einfach nur mal ein Vorgeschmack auf das nächste Jahr. Wenn dann tatsächlich so viele jetzt noch neu einsteigen in Kartoffeln, dann wird das nächste Jahr noch spannender. So, eins hat ihn noch auf dem Schirm, das habe ich vergessen, was ich euch noch erzählen wollte. Ach ja, wegen Autowagen, der andere, der Navara. Den habe ich jetzt in der Werkstatt gelassen, weil ich den im Moment nicht akut brauche und so können die dabei gehen, wann sie wollen. Also er meinte eigentlich ja, wir werden wahrscheinlich erst in der 3. oder 4. Augustwoche Zeit haben dafür. Aber ich habe gesagt, dann lass ihn gleich da stehen und falls ihr früher Zeit habt, dann könnt ihr euch den reinholen. Wir haben im Moment ja so keine Not. Ich habe nur den Wunsch geäußert, dass wir den, da lang, dass wir den irgendwie Ende August wiederbekommen, damit wir, wenn die Ernte richtig in Gang kommt, dass wir dann ein Auto mehr haben, das ist schon gar nicht ganz doof. Und da meinte, das kriegt er wohl hin. Jo, so, dann fahren wir wieder nach Hause. Und dann müssen wir gleich mal ein paar Gitter suchen, damit wir die Ziegen so leidlich abgesperrt kriegen, damit wir dann nicht noch hinterher laufen müssen gleich. Mann, 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 Mann. Jetzt aber schnell. Es fehlen noch 15 Liter Fungizid. Die hole ich jetzt noch schnell, es ist 2:30. Um 3 wird der Tierarzt hier sein. Oh, Gas geben, ne? Ich war gerade schon angefangen, Schotter umzulöffeln, das zeige ich euch nachher. Sollte noch passen, ein Tierarzttermin. Wenn wir uns sputen, da hätten wir noch Getreide gekippt. Eben auch an Drescher vorbeigekommen, aber da habe ich so schnell die Kamera nicht angekriegt. Mal gucken, ob das auf dem Rückweg jetzt klappt. Ne?
wegwagen. Süß. So, Leckerli für Jens. Komm, hier, komm! Komm, hier, komm! Wollen wir gleich mal ein paar Ziegen einfangen? Stoßen! So, Impfen ist fast erfolgreich. Drei sind uns abgehauen. Machen wir morgen früh eben, wenn die Hunger haben, weil die waren schon gefüttert. Und ich will jetzt mal eben hier Mineralgemisch an der Seite weg und hier rein. Und dann gehen wir dann nochmal mit der Rüttelplatte rüber, weil die hier ihre Scherenpodeste gerne hinstellen wollen. Beziehungsweise mit den Scherenpodesten dann langfahren wollen. So. Dienstag, 6. August. Moin Jens. Jens kommt. Sitzt hier mit Kaffee, warte auf Jens, da ist Jens schon. Und hab hier Hobby Kinnewils Kartoffeln geguckt. Aber können wir jetzt mit aufhören. Ein Wasserloch.
das ist der Rest vom Fest. Alles, was hier grün zu sehen ist, das war der abgesoffene Teil von dem Weizen. Von dem großen Schlag, 18 Hektar, geht da hinten bis an den Mais ran, kann man ja nicht sehen, und da bis an den Busch und da hinten. Hab jetzt noch mal im 2-Wagen Boden geholt. Einen hatte ich eben schon abgekippt, diesen kippen wir jetzt ab. Das soll hier noch mit rein. Hier wird noch ein bisschen trainiert. Wir werden das noch mal einmal mit einem tiefen Lockerer dieses Stück hier durchziehen, hier vorne. Bevor wir dann mit der Zwischenfrucht kommen. Hier kommen noch ungefähr 10 Kubikmeter Gülle rauf dann. Und Zwischenfrucht. Und dann nächstes Jahr Kartoffeln. 18 Hektar Kartoffeln hier. So, dann wollen wir mal abkippen, aber nicht umkippen. Das ist halt ein alter Ranzwagen. Der windet sich etwas. Schauen wir mal, was passiert. Ne? Beim ersten Wagen war das schon ein bisschen arg. Man darf da nicht so genau gucken. Guck mal da. Jetzt kommt er auf der anderen Seite auch. Mein Güte, ey. Vorsicht. So, Röpas Fahrradinspektion. Wir haben noch mal 2 alte Fahrräder vom Dachboden geholt. Für die Erntehelfer haben wir so gedacht. So, das erste haben wir eventuell, wenn sich jetzt die Luft hält, ne? Ja. Müssen wir gleich mal eine Probefahrt machen. Hinten das Licht müssen wir noch fixen, aber ansonsten vorne geht das Licht. Ja, willst du, soll ich? Ach, ich kann auch die Kamera halten. Bitte. Boah, ist das hoch. Ja, wer da wohl mal mitgefahren ist. Das weiß ich nicht. Ich nicht. Ich fahre immer eigentlich wie Affe auf Schleifstein. Ja. Dinge geht auch. Ha! Ha! Bremse geht auch. Das läuft richtig leicht. Ja. Also nicht so leicht wie unsere, aber es läuft leicht. Ja, eins reicht. Dann machen wir da einen Fahrradkorb ran, dann ist gut, ne? Ja. Toll. Eins haben wir schon mal.
Mittwoch, 7. August. Ach scheiße, den Teppich wollte ich nur abfegen und einpacken. Jetzt nicht. Fahrrad waschen wollte ich auch mal. Wir haben einen Plan. Wir wollen denn, eigentlich hatten wir uns das jetzt vorgenommen für Freitag. Wenn nichts dazwischen kommt, wollen wir den RH-Bunker waschen. Und heute eigentlich Möbel aufbauen. Die Möbel sind aber noch nicht da. Also fangen wir jetzt schon mal an, ziehen den RH-Bunker schon mal raus. Wir haben da an der Giebelwand zwischengelagert, seit 24 Jahren auch noch ein paar Bleche und sowas. Das muss auch noch alles weg, bevor die Jungs kommen zum Hallenaufbau, weil sie dann ja die Wand rausnehmen, die wird umgesetzt. Dass denen das nicht vor die Füße fällt. Wir wollen eigentlich mal gucken, dass wir Freitag die Maschine mal gewaschen kriegen. Dafür wollen wir die rausziehen. Das heißt jetzt erstmal einmal aufräumen, die Stützfüße hochschrauben, die Deichsel anbauen und dann, dass wir die mal rauskriegen. Schon mal, dann kann man hier unten auch wieder vernünftig sauber machen. Und dann wird die, wollen wir die Freitag, vielleicht auch morgen schon mal gucken, wie das passt. Einmal richtig sauber machen mit dem Hochdruckreiniger, den ganzen Schmutz runter von der letzten Geschichte hier. Ja, da ist ein Bett mal zu down, ne? So, und dann hier noch in den, hier liegen über noch Bleche drin, das müssen wir noch alles rausholen. Das geht dann auch besser, wenn die Maschine draußen ist. Wenn die dann nächste Woche kommen, angeblich, und hier die Wand wegnehmen, dass wir die Sachen dann mal alle raus haben. Ja, ich denke mal, da haben wir heute erstmal mit zu tun. Wie gesagt, Bunker raus, bis hier vorne hin und dann wird einfach mit klarem Wasser und Hochdruckreiniger das Ganze einmal abgesprüht. Na Jens, wie sieht's aus? Ja. Moin Jens. Ja, ist gut. Pakete habe ich fertig. Ja, okay. Kann losgehen. Ja, dann müssen wir aber erstmal den ganzen Gedöns hier an der Seite. Füße hochkurbeln. Ja. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich mir das trauen soll, mit dem 718, mit den Asphalt-Trennscheiben hier, da den schweren Bunker anzuhängen. Ja. Muss man vielleicht doch mal mit dem 5-Tonnen-Stapler ausprobieren. Mit dem 3,5er ging das ja nicht. Nee, der ist ja. Wenn du dich erinnerst. Ja, ja, das hatten wir ja ausprobiert. Aber wenn wir da. Wir gucken uns das gleich mal an, ob wir da irgendwie ein Eisen querlegen können. Ja. Mal gucken. Ja, gut, ja. Dann machen wir erstmal klar Schiff und dann sehen wir weiter. Da sind die, was ich euch eben erzählt habe, da ist der ganze Blechscheiß noch. Also alles, was hier auf dem Balken liegt, das müssen wir noch wegnehmen. Oh, unser Lichtband müssen wir auch noch abbauen. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Verdammte ja, das Axt, weg. Das muss auch weg, sonst machen sie uns das kaputt. Ja, gut, dann haben wir ja ein bisschen was zu tun, bis die Möbel da sind. So, erstmal Scheibenhänger an der Seite. Damit passiert auch gerade nichts Interessantes. Das ist nur Stoppel einmal flach durchziehen, damit das dann nochmal einmal neu aussahmt. Und dann geht das dann nächste Woche bei, denke ich mal, mit Zwischenfrucht. Aber erstmal soll das noch einmal alles auflaufen. So, hier kann er mal eben stehen bleiben. Ja. Was will der immer mit seinem scheiß Kraftmessbolzen? Muss doch nochmal einer nachgucken oder was? Oder wie? Oder ja. Da fällt mir ein, unser Entertainment-System muss auch noch getauscht werden. Das ist auch noch nicht passiert. So. Irgendwas ist immer, ne? So, versuch mal klug. Wir hauen uns jetzt hier mal eben die Ackerschiene ran. Verbogen ist er ja eh schon. Der Wendekreis. Und gucken mal, ob der ein paar Meter wird wohin gehen. Schön ist das für die Räder sicherlich nicht, aber ach scheiße, der geht ja nicht runter. Aber nützt ja nichts, ne? Weil wir haben so eine Erinnerung, dass das doch ganz schön schwer ist, der Bums. Oh, Ruhe hier. Ackerschiene, dann müssen wir gleich noch einen Bolzen finden.
Und dann lassen wir uns mal überraschen. Fahren ist auch nicht. Wir müssen den Dorn abmachen. Weiter. Fahrt zurück. Ein hoch, nee, zurück. Oh. Zurück. Zurück. Anzuheben. Willst du das wirklich zeigen, was wir hier machen? Ja. Die feinen Möbel kaputt machen. Dann sieht das besser aus. Was tut der Erla, Len? Das heißt, was tust du auf Schwedisch, oder? Oh. Könnte eventuell Wetter kommen. Bisschen regnet schon. Haben wir jetzt so nichts gegen einzuwenden. So, hinten ist Füttern fertig. Ich wollte mal eben schnell alles füttern, dass sie noch fressen können, bevor es richtig schüttet. Falls es richtig schüttet, dann noch den Ponys versorgen. Und dann gibt es Feierabend und dann ist schon Feierabend. Also die Spüle da, die hat echt aufgehalten. Sonst wären wir schon deutlich weiter mit den Möbeln. Aber naja, ein paar Tage haben wir ja noch, bevor die Erntehelfer kommen. Thank you.
Prost. Prost. Bis morgen. Genau. Jo. Donnerstag, 8. August. Ist ein bisschen bedeckt. Heute soll aber irgendwie kein Regen mehr kommen, leider. Gestern Abend waren es 4, heute Nacht. Ich habe noch nicht geguckt, was noch nachgekommen ist. Aber hier bei uns. Also Ina war in Rotenburg, als das hier gerade anfing, leicht zu regnen, war Ina noch in Rotenburg und sie sagte, da wäre gefühlt die Welt untergegangen. Und das ist genau die Richtung, wo wir sonst auch Kartoffeln regnen wollten. Also da können wir nochmal eine Spatenprobe machen, einmal nachbuddeln. Ich habe so den berechtigten Verdacht, dass wir erstmal noch warten können. Nächste Woche, ab Mitte nächster Woche ist noch wieder Regen angesagt. Ja, mal schauen. Ich habe jetzt eben noch mal eben ein paar Bestellungen von euch abgepackt. Das ist soweit durch. Jens hat hier klar Schiff gemacht. Hier lag ja noch 3 Heuballen lagen hier noch. Die hat er mit in den Stall gefahren. Und wir wollen jetzt nachher hier die neuen Hackschnitzel unterbringen. Das soll irgendwie auf diese beiden Seiten verteilt reinpassen. Jens ist, glaube ich, schon los. Wir haben den LKW ja aktuell beim Nachbarn stehen, weil hier leichter Platzmangel herrscht. Wir sollten zwischen 8:30 und 9:00 irgendwie kommen, die wegholen. Das ist ja aus der Eiche, die da gestanden hat. Die Hackschnitzel, die sind jetzt trocken. Die haben wir trocknen lassen, damit wir sie gleich da reinfahren können. Hier ist nämlich irgendwie jetzt nicht wirklich noch Luft, einen neuen Hackschnitzelhaufen zwischenzulagern. Ja, Punkt. Also ich denke, dass es da reingeht. Wenn nicht, dann müssen wir auf dem Mittelgang noch ein bisschen. Da wollen wir eigentlich erst den Beton rausspringen. Aber sonst muss da noch ein bisschen rein und wir heizen das als erstes. Das sehen wir dann. So, LKW steht da hinten noch, also ist jetzt noch nicht los, wird aber jeden Moment losfahren. Hier geht das eigentlich planmäßig morgen weiter. Wir wollen ja morgen eigentlich das Dingens hier waschen. Da müssen wir uns Wasser herholen mit der Schlauchtrommel von da hierher. Wir wollen nicht mit der Maschine da hinten hin. Erstmal ist der Waschplatz, da ist ja noch nicht gepflastert, da können wir nicht hinfahren. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, da hinten haben wir nicht die Stromanschlüsse, um die Maschine laufen lassen zu können. Und wir müssen die ja dann auch laufen lassen, damit wir das Band komplett gewaschen kriegen. Ne? Also alle Bänder, die müssen einmal durchdrehen. So, dann können wir dann nochmal den Verlesetisch mitwaschen. Und ja, die Bumsmaschine muss, glaube ich, nicht. Gucken wir uns noch an. Da müssen wir noch das Ersatzteil einbauen. Den Karton hat Vater irgendwie wegversteckt. Ich habe ihn noch nicht gefunden. Da muss ich ihn nachher nochmal fragen, wo er den hingestellt hat. Dann holen wir uns die Maschine die Tage nochmal zur Werkstatt nach vorne. Bauen das um. Jo, das dazu. Ich habe jetzt in Kürze noch 2 Termine, die sich auch nicht verschieben lassen. Also die sind wichtig. Da hinten, Jens sitzt im Auto. Hat den gerade runtergelassen, hatte den angekippt, damit das Regenwasser runterläuft. 2 Termine, die wichtig sind, zersprengen mir aber den ganzen Vormittag gefühlt. Also ich habe jetzt noch eben einen kleinen Moment Luft, mache ich noch eben im Büro 1-2 Sachen fertig und dann fahre ich los. Wird wahrscheinlich bis mittags dauern, fürchte ich. Mal gucken. Dann kann Jens dann jetzt die Hackschnitzel holen, dann schon mal da drin verteilen. Und dann müssen wir nach dem Mittag noch einmal eben ins Feld, einmal durch Kartoffeln laufen. Da hatte Verdammt zum Teil so ein paar Stechäpfel gesehen, die müssen raus. Wenn da jemand Futter anbaut, ist das natürlich nicht so geil, wenn sowas dann nächstes Jahr wieder durchwächst. Das nehmen wir raus. Das wollen wir eigentlich auch heute machen. Dann haben wir noch die Kühltruhe, Eistruhe, eben gerade noch vom Dachboden runtergeholt. Die haben wir verliehen. Die müssen wir morgen glaube ich. Morgen soll die hin. Die muss nachher noch einmal geputzt werden. Ina ist dabei, Eis machen, 5 Sorten heute. Dann haben wir ab morgen auch wieder im Automaten mehr Eis. Wir sind ja jetzt ziemlich runtergeputzt. Das liegt aber auch daran, dass halt Ferien waren und wir auch im Urlaub waren und so weiter. Und dann ja, muss das irgendwie sich alles auch passen. Man muss das zeitlich auch alles voneinander kriegen. Aber morgen wieder Eis drin. Zumindest 5 Sorten. Die anderen Sorten wird Ina dann die Tage drauf machen. Marmelade wollte Ina noch kochen. Ein paar Gläser Erdbeer hat sie schon gemacht, die habe ich auch schon online. Einer von euch hat es auch schon gemerkt und sich gleich 3 bestellt. Also ja, ein paar sind noch da, aber da kommt demnächst auch Nachschub, auch in allen Sorten. Was noch? Ja, Punkt. Baustellen ist diese Woche noch Ruhe, aber da wird sich nächste Woche was tun.
Wenn wir dann vom Feld zurück sind heute Nachmittag, dann ist der Plan, dass wir weiter Möbel aufbauen. Haben wir gestern, hatte ich auch kurz ein bisschen mitgefilmt, haben wir den Spültisch gebaut. Das war ein bisschen krämpfig, aber jetzt sollte das eigentlich passen. Das hat sehr viel Zeit verschlungen. Und die restlichen Möbel, die stehen alle noch eingepackt da, die müssen wir noch zusammenbauen. Betten, noch Schränke, Regal und all so ein Scheiß. Ne? Also ein bisschen was haben wir noch zu tun. Dann müssen wir da noch Internet hinbauen. Da haben wir auch schon eine Lösung für, weil die sollen, das Problem ist, wir haben da zwar eine Satzschüssel, aber ich habe keine Ahnung, wie die wollen ja sicherlich, weil die schlecht Deutsch sprechen, gerne rumänisches Fernsehen gucken. Und dann ist das ein Problem. Und da haben wir uns überlegt, dann gucken wir, dass wir da irgendwie Internet hinkriegen, dass die WLAN haben. Dann können die auch mit ihren Handys dann Videotelefonie nach Hause und so weiter und Kollegen. Das ist ja auch ganz nett. Und da haben wir jetzt eine Lösung für. Ich warte gerade noch auf ein Kabel. Das soll eigentlich heute kommen. Und dann können wir das die Tage auch fertig machen, sodass wir dann im Laufe der nächsten Woche mit der Hütte komplett durch sind, dass da alles drin ist. Der Klempner kommt noch einmal. Ich habe noch so einen elektrischen Handtuch-Heizkörper bestellt. Den bringt er uns noch her. Und die Dunstabzugssau vom Elektriker, die hatte ich da bestellt. Die muss er auch noch herbringen. Dann können wir die auch mit andübeln. Ja, und dann sind wir da in Kürze mit fertig und dann können sie wohnen. Kühlschrank muss noch rüber. Haben uns jetzt überlegt, wir hätten zwei Optionen von Kühlschränken, die wir noch haben. Und der eine hat auch, der ist zwar sehr groß, was eigentlich unnötig ist, aber dafür hat er ein Frostfach. Und das ist, glaube ich, nicht verkehrt, dann werden wir den da reinstellen. Wahrscheinlich auch Anfang nächster Woche. So, Ronja, was hast du dazu? Läuft bei dir. Wieder hallo. So, ich bin beim LKW. Ich muss. Ich fahre nach Wietzendorf. Hackschnitzel holen, die Eiche, die wir wegnehmen mussten auf dem Hof, die ist jetzt zum größten Teil zu Hackschnitzel verarbeitet worden. Das ist jetzt getrocknet, das hole ich wieder ab aus Osterfesele. Dafür steht er hier. Diesen Kran haben wir jetzt auch gekauft, damit wir die Kartoffelkisten vernünftig übereinander gestapelt kriegen. Nein, natürlich nicht, ist nicht unser. Das ist von unserer Dachdeckerei und Zimmerei hier im Ort. Ja. Und dann geht's wieder los. Der LKW steht jetzt außerhalb, da ist ja der Hof. Da haben wir im Moment keinen Platz, um da den LKW irgendwo stehen zu lassen. Da soll es dann ja auch bald losgehen mit der Halle nächste Woche, soviel ich weiß. Und dann werden wir sehen. Und dann darf der hier eben parken, bei dem lieben Nachbarn auf der Siloplatte. Passt schon. Untereinander muss man sich ja auch mal ein bisschen helfen. Und das ist schon eine ganz große Hilfe jetzt, dann braucht man nicht immer ganz so weit irgendwo hin und her eiern. Kann man mal eben schnell hin, auch zwischendurch mal eben laufen lassen, so ein bisschen, dass die Batterie nicht ganz so platt ist, weil hier wird das dann auch schwierig mit Überbrücken und sowas alles und so ein Powerpack. Keine Ahnung, ob wir sowas auf dem Hof haben, glaube nicht. Kommt ja auch selten vor, dass man außerhalb irgendwo mit dem Fahrzeug stehen bleibt. So, können wir mal stehen. Ja. Dann tüdel ich da mal hin, geguckt habe ich schon, ob alles in Ordnung ist. Und dann wollen wir mal schauen. Ist auch mal ganz schön, dass das Fahrzeug nochmal wieder ein bisschen Bewegung kriegt zwischendurch. Dass sich alles so einrostet denn.
Ja, ich muss ja sagen, es ist ja schon irgendwie erschreckend, wie schnell die Zeit läuft. Wir haben jetzt August und die Ernte steht bevor. Wietzendorf wieder fahren. Das war doch gerade erst gestern, wo ich die letzte Tour dahin gefahren habe. Das ist unfassbar, wie schnell die Zeit läuft. Und irgendwie hat man das Gefühl, man hat in der ganzen anderen Zwischenzeit überhaupt nichts geschafft zu Hause auf dem Hof. Ja, irre. Echt verrückt. So, nochmal einmal, wie gesagt, nochmal einmal jetzt Hackschnitzel holen. Die letzte Tour, Hackschnitzel für dieses Jahr. Mal gucken, dass er dann auch damit über den Winter kommen, aber das sollte eigentlich reichen, was noch alles da ist. Und das, was da jetzt noch kommt. Ja, schon krass. Ja, hier hatten wir ja letztes Jahr Kartoffeln auch. Da hatten wir auch den Vorführer von Grimme, Evo. Und da steht jetzt Mais drauf. Ja. So, dann mal gucken, wo ich mich hinstellen kann. Der kleine Haufen ist das hier. Den sollte ich wohl mitkriegen. Da waren ja auch keine zwei Wagen voll, die Johann hierher gefahren hat. Oh, hat da noch einiges zu liegen hier an Hackschnitzel da hinten. Und hier noch, das ist ja von unserem Nachbarn hier der Haufen. Den hatte ich ja auch hergefahren. Und da waren irgendwie bald 10 Tonnen Feuchtigkeit, Wasser drin. Wahnsinn. Ich bin damit über die Waage gefahren. Echt irre. Was da so an Wasser drin steckt in dem Holz. Thank you.
Puh, das stülft aber auch hier. Zeit da drauf für so einen kleinen Kleckerkram, ne? Na, Fenster zu. Hallo, Fenster zu. Ja, jetzt bin ich hier wieder in der Hütte. Packschnellste ist durch, alles eingelagert, alles wunderbar. Jetzt bin ich hier gerade bei wieder Möbel zusammenbauen. Einen Schrank habe ich schon gemacht. Jetzt habe ich hier Teile für. Hallo! Na? Für den. Na, Bett. Also, das ist Bett. Schon, ah, Bett ist dabei. Bett bei, aber ich habe hier ein Problem. Jetzt sagen die mir hier in der Anleitung, das ist ein weißes Bett. Ein weißes Bett, das ist aber schwarz. Ja, scheiße. Ich verstehe das nicht. Ja, und dann muss hier noch ein Teppich unter. Haben wir auch nicht. Haben wir nicht. Was machen wir da? Ja, dann weiß ich auch nicht. Fahren wir in die Apotheke, kaufen Teppich oder so. Weiß ich nicht, warum die einen das immer so schwer machen müssen. Ja. Hätte ich den vom Anwalt mal mitgebracht. Grauer Teppich mit Fransen, aber dürfen immer nur zwei sein. Guck, immer nur zwei Fransen da rausgucken. Läuft wie ein Länderspiel.
Puh. Moinsen, Freitag, 9. August, da hinten, Fadern und Jens, und ich war da auch gerade noch, mit 7,24 und Frontlader, und wir ernten Stechäpfel. Wir haben hier in dieser Fahrgasse Stechäpfelpflanzen, und die müssen weg. Also für uns, für Kartoffeln, ist egal, aber wenn hier jemand Mais anbauen möchte, das ist nämlich giftig für Rinder. Und aus dem Grunde nehmen wir die raus, bevor das hier richtig viel wird. Und wir haben es leider nicht ganz geschafft bis jetzt. Und ich muss jetzt los. Leider. Physio. Und das will ich jetzt nicht absagen. Bin jetzt schon sehr knapp in der Zeit. Wir sind in Osterfesede. Setze mich jetzt in den Autowagen. Dann muss Jens eben mit Vater mit auf den Trecker zurückfahren nachher. Und dann schnell eben frisch machen. Und schnell nach Rotenburg zur Physio. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Aber ich habe es auch ein bisschen nötig. Ich will das jetzt, wie gesagt, absagen, wäre scheiße. Huah. Ja, wir waren davon ausgegangen, dass wir es schaffen in einer Stunde. Aber wir haben große Messer mitgenommen. Aber dann festgestellt, dass es doch schöner ist, wenn wir sie in Gänze rausreißen. Und das hält dann doch ein bisschen mehr auf als abschneiden. Ne? Also mit Wurzeln. Ins Übeln gekommen gerade. So, also jetzt schnell, so schnell wie der Autowagen halt kann, 80 oder so, nach Hause, Dusche, Pampersbomber, Physio. Hallo. So, können wir? Ja, dann. Ja, geht das schon? Noch ein Stück weiter erst, oder? Kleines Stück, sonst kommen wir oben an den Sturz. Juhu! Papa! Es ist da oben. Wo sind die anderen? Da sind sie. Da seid ihr. Piekfein, riesengroß. Teufel. Sicherung gedacht? Zeig mich doch an. Okay. Zack, moin, Samstag, 10. August. Moin Jens. Moin Sven. Jens ist nur da, weil er gleich weg will, ne? Ja. Richtig. Jens wollte sich einen Anhänger ausleihen. Also, aber das trifft sich, dann können wir nochmal eben Tschüss sagen und zusammen hoffen, dass euch dieses Video gefallen hat. Und wenn ja, dann Däumchen und wer ein Träumchen? Ja. Ne? Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Genau, so machen wir das. So machen wir das. Knapp und bündig. Ja. Also, Dankeschön, reinhauen. Ja. Füssing! Ja, dann suchen wir mal einen Kibbe. Ja. Kibbe! Steckt der denn, der Bursche?